Was ich an dem Bode-Museum total mag, ist, dass es eigentlich das letzte Museum von der Reihenfolge ist, von einer langen Museumskette. Die Wandfarbe ist teilweise richtig, richtig gut gewählt. Der Josef, das ist ja die Josefs-Reihe. Der Josef ist der Protagonist und hier wird er tatsächlich leider von seinen Brüdern verkauft. Ich wusste einfach nicht, weil ich fand es einfach nicht ganz fair, dass du da im Bode-Museum so gepunktet hast. Genau. Man sieht hier auch das blutige Gewand. Ja. Von Josef. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass die gesamte Gruppe eigentlich sehr auf deiner, an deinen Lippen hängt. Und ja, das ist, weil er mit dem Backhandschuh, weil er mit diesem, diesem Backofenhandschuh so dermaßen zugekniffen hat, dass da wirklich, dass der auch Nasenbluten hatte. Genau, gehen wir mal zum nächsten. Und das mit den Bildern, also das, was du da erzählt hast. Nee, aber auch also du hast halt echt erzählt. Na, würde ich das jetzt nicht nennen, das war schon nah dran. Der hat seinen Schweißgeruch, hat ihm bewusst quasi die Achselhöhle so, so hingehalten, dem Josef, weil da so ätherische Öle ihm quasi erstmal Nasenbluten hat sofort aufgehört und dann ist er, hat er ihm gezeigt, riech ruhig und danach essen wir den V. Ja, das tut mir leid. Wirklich, nee, das tut mir leid. Es war einfach... Ich hab sie nicht gemalt, alles gut. Nein, ich meine... Ja, ich wusste nichts über Berlin. Paulina weiß alles, die kennt sich richtig aus. Kannst mich hier nicht einfach losschicken, wenn ich nichts weiß.